Das hätten wir also jetzt hinter uns. Kann ich jetzt diese armen Tiere hier befreien? Und was bringt Hallo, das? Homura. Ich probiere es mal. Mal gucken, was passiert. Kriege ich XP? Oder kriege ich noch was anderes? Alter, wo ist denn da bitte das Tor aufgegangen? Was? Ganz ehrlich, ich habe es befreit, aber so wirklich frei scheint er mir nicht zu sein. War hier nicht irgendwo noch so ein kleiner, ich weiß nicht, was es war, aber war das nicht hier? Doch. Doch, was ist denn mit dir? Hallo, Homura. Ich hätte schon gerne irgendwas dafür gehabt. Ein Knuddelmuff. Du bist frei. Aber XP habe ich, glaube ich, nicht bekommen, oder? Ja gut, ich will ja jetzt nicht sammeln, ehrlich gesagt, weil davon haben wir ja schon jemanden. Also, von diesen Knuddelmuffs. Okay, Hogsmeade. Wir müssen also zurück zu der guten Sackhaardame. Und das machen wir so. So geht's schneller. So geht's schneller. Weißt du? Da muss ich nicht durch die halbe Weltgeschichte düsen. Es ist leider so, dass... oh. Das war besser. Es ist leider so, dass es halt sehr groß ist hier. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt. Und ich glaube, ihr habt, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht aufnehmt für YouTube oder so, wenn ihr das für euch spielt, ja, privat, ihr habt keinen Bock. Ja, ihr habt keinen Bock über diese riesige Weltkarte immer wieder, auch wenn es mega Bock macht, ja, auch wenn es mega Bock macht, mit Wolkenschwinge oder mit eurem Besen rüber zu fliegen. Es ist halt super zeitintensiv. Ja, du musst echt diesen ganzen Weg musst machen mit irgendeinem Gefährt oder mit deinem Besen. Und das ist für ein Let's Play, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt blöd. Es ist halt blöd in einem Let's Play, weil meine Folgen gehen halt 30 Minuten oder ich versuche es auf 30 Minuten zu halten. Und du kannst ja nicht Folgen raushauen, wo du nur am Rumfliegen bist, weißt du? Deswegen mache ich die Schnellreisen. Normalerweise mache ich das nicht. Aber auf dem Wegen passiert halt nicht viel. Ja, das ist hier kein Red Dead Redemption 2 oder kein GTA. Sakarissa, leider. Ich habe die Bubotubler gefunden, die du wolltest. Mm. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ich hätte jetzt fast gesagt, nein, ich behalte sie lieber, aber das hier finde ich noch besser. Ein wenig Mühe war es schon. Mm. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Oh mein Danke. Gott. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Du bist so perfekt. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Ich wünsche dir eines Tages Herpes. Kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Aha. Ich wünsche dir wirklich jede Menge Pusteln, Warzen und natürlich Herpes. Jede Menge davon. Du Ekelhafte. Und weg ist sie. Wow. Das ist schon ein starker Tobak. Weltkarte. Wir haben auf der Weltkarte irgendwas. Ist wahrscheinlich die Hauptquest, oder? Das müsste ja dann hier irgendwo sein. Nicht? Wo ist denn die... Ah! Okay, ja, klar. Wir müssen also hier hin. Da waren wir noch nie.
Hier allerdings schon, in Feldcroft müsste das sein. Ja, hier gibt es eine Demigeist-Statue. Hm. Die sollte ich mir schnappen. Was ist das? Schatzgewölbe. Ja, okay. Und hier ist ein Ort alter Magie. Ich sammle erstmal das Ding hier. Und hierhin reisen wir. So, also wie gesagt, man findet auf den Wegen halt nicht wirklich viel. Wenn man da schon mal lang gegangen ist. Das meiste habe ich ja schon besorgt. Ja, und deswegen macht das keinen großen Sinn, da nochmal lang zu laufen. Weil da halt nichts passiert. Es ist leider so. Kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Was haben wir denn hier? Ja, nichts. Ein Demigeist. Toll. Ja. Reib's mir noch unter die Nase, dass ich jetzt weiß, dass da eine Demigeist-Statue ist. Flechtwerk blau. Hm. Okay, wir schnappen uns erstmal diese Seite hier. Eindringling. Was? Wie Eindringling? Wer war das? Revelio. Wer war das? Ich verhungere. Hä? Da unten. Ja gut, der ist mir egal. Hier ist eine fette Kiste. Bin ich da dran vorbeigelaufen? Bin ich im Wahnsinnig? Oh, hier. Oh ja, ja, ja. Her damit. Wir müssen auf jeden Fall zu unserem Raum der Wünsche. Denn da müssen wir einiges identifizieren. Ich würde sagen, das machen wir nach der Hauptquest. Himmelblaue Nietenhandschuhe. Nein, danke. So, der pfeift da fröhlich vor sich hin. Oh, ganz ruhig jetzt. Hier ist nicht. Nein, hier ist auch nicht leise genug. Alter, die halten aber auch was aus. Das glaub ich nicht. Oh, seine Axt. Ich wollte seine Axt in der Luft fangen und werfen. Ich hab's leider verpasst. Bit. So, für die Seite mache ich natürlich diesen Umweg. Die ist genau unter mir. Da. Okay. Ja, da können wir runter, oder? Ich denke schon, dass das auch ohne... Ja, okay, das hat geklappt. Was ist das hier? Ein Liebstöckelstrauß. Dieses Denkmal ist eine düstere Erinnerung an die Macht der magischen Tierwesen. Vor Jahren wurde hier eine junge Hexe von einem Grabhorn getötet, als sie auf ihre wahre Liebe wartete. Ihr Liebster kehrt nun an diesen Ort zurück, um sich an sie zu erinnern und einen Strauß Liebstöckel abzulegen, ihre Lieblingspflanze. Traurig. Traurige Geschichte. Das tut mir sehr leid. Aber hey, das Leben geht weiter. So. Oh, hoch mit dir. Let's go. So, wir gehen Richtung Hauptquest. Nein, nein. Tschüss. Uninteressant. Ich bin schon längst wieder weg, Freunde. So, das Schloss Rockwood also. Ist das... Ist das hier? Da müsste doch schon längst ein Schloss zu sehen sein. Ach da. Ja, okay, das ist... Ja, das ist ein Schloss. Ich sollte hier absteigen. Das tue ich. Dich brauche ich nicht mehr. Und hier müssen wir warten. Wahrscheinlich auf Professor Figge. Was für hier drüben, Mann? Wir waren vor dir da. Wir warten auf dich. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Aha. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Eigentlich. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Okay.
Welchen Weg denn? Wir nehmen einen anderen Weg hinein. Was tun wir? Wir gehen schnurstracks drauf zu. So, ich guck nochmal ganz kurz hier. Wir haben ja ein paar Sachen gefunden. Das ist schon mal Schund. Eine neue Maske. Ah, zum Identifizieren. Und eine Holzbrille mit goldenem Gestell. Kein Interesse. Vielleicht ein neuer Mantel. Auch der muss identifiziert werden. Hallo. Ein weiter Schal mit Runenmuster in Kobaltblau. Auch das passt sehr gut zu unserem Outfit. Weil alles rot ist und jetzt plötzlich so ein Kobaltblau daherkommt. Zauberstabgriff haben wir auch. Oh ja, Flechtwerk Blau. Ein Steinstiel mit einem guten Gewicht. Aus wunderschönem kühlblauem Marmor gemeißelt. Oh lala. Ja, schön. Das könnte ich mal lassen. Warum auch nicht? Das lassen wir mal. Herausforderung haben wir auch geschafft. Im Kampf nämlich. Die da wären... Trolle besiegen. Polsterung 1. Cool. Nehme ich. So, jetzt aber. Professor Fig, let's go. Hier ist so eine Schnellreise-Station. Aschwinder Speer. Der sieht mich ja. Hörst du das? Confringo. Professor Fig. Wow, das war aber knapp jetzt. Ja, damit. So, kann ich hier... Ja. Schloss Rockwood. Das ist der Weg, den wir nehmen sollen, Professor. Leise wie ein Graf einlässt. Ja, komm. Einfach nur mal, um zu zeigen, was hier so los ist. Wenn die so vor sich haben. Mist. Professor? Hat er den erwischt, den anderen? Ich glaube schon, oder? Der andere ist hier runtergefallen. Ja, will ich dem jetzt hinterher? Oder kommt der irgendwie hoch? Wo bist du? Kollege? Ich sehe nicht. Scheiß drauf. Da ist eine Kiste. Aber ich glaube, die ist... Ja, die ist hier oben. Da können wir noch nicht dran. Wir gehen mal weiter. Du wirst bei Renrocks Rebellion hält niemand auf. Naja, wir schon. Hoffe ich. Was hat der denn? Okay, R1, das heißt. Oh. Wow. Da oben. Wo kommt der denn jetzt? Will er nicht auch mal auf uns schießen? Der will wohl nicht schießen, nein. Kann mir ganz recht sein. Mega Powertrank, nice. Das ist, was wir gesucht haben. Wir haben davon 19 Stück, also wir sind sehr gut bestückt. Wollte ich sagen und habe es gesagt. So, da ist eine Kiste, die wir verschieben können. Kann ich hier hochklettern? Kann ich nicht? Wie wäre es dann hiermit? Komm mal mit. Ja, ja, ich muss nur hier hoch. Dachte ich bis gerade eben. Offensichtlich muss ich hier nicht hoch. Hier gibt es nämlich nichts. Okay, ich sehe schon, wo wir die hinstellen sollen. Ja, wunderbar. Ich komme sofort wieder. Ich habe das Gefühl,
dass hier noch irgendwas sein könnte. Rebellion. Und mein Näschen betrügt mich nicht, Professor Fick. Mein Näschen ist immer für einen guten Gegenstand. Was ist für ein Geräusch? Da oben ist der Gegenstand. Meine Nase hatte recht. Ich bin nur ein bisschen daneben gewesen. Was ist das für ein Grummeln? Hä, was ist denn? Warum? So, Professor, ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Oha, okay, netter Zylinder auf jeden Fall. Die beiden mögen sich nicht, offensichtlich. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Dann mal auf. So, machen wir dann erstmal hier auf Stealth, wenn das möglich ist. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Obwohl, es geht auch ohne Stealth. Expulso! Schau mal nach oben. Ah, hervorragend. Was ist eigentlich für ein Riese? Was hältst du denn von? Oh, ich bin tot! Huch! Ich habe gar nicht drauf geachtet. Versuch es erneut. Auftrag abbrechen natürlich. Sofort. Ja, das war nicht so schlau. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen sie dafür, dass die Tierwesenpopulation wächst. Also das geht gar nicht, ja? Man kann sich überhaupt nicht ranschleichen. Ich probiere es nochmal. Höchstwahrscheinlich aber nicht, weil der kam ja aus dem Nichts. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, bin ich ja. Professor Fick, weißt du? Ich bin ganz allein und dann... Alter, wir haben den Professor dabei. Ja, der kann uns sehen. Immer. Soll ich deiner Mutter noch ja, was du guckst in die falsche Richtung. Bam! Oh ja, cool. Junge, der haut aber auch drauf. Wo ist der Große? Da. Bam. Okay, das hat ihm einiges weggehauen. Lektion zu erteilen. Ich werde erst mal. Ich glaube, wenn ich allzu einfach zu machen.
Okay, der da oben, der ist. An den können wir nicht dran. Immer noch nicht, das ist nicht gut. Von hier oben aber schon. Roter Angriff, verdammt. Aber kann man den da oben überhaupt nicht erwischen? Oh, doch, jetzt. Junge, Professor Fick, was machst du? Ich gucke zu, wie der Flügel in seinen Augen verschwindet. Oh nö, die schon wieder. Die müssen wir erstmal brennen. So, sehr gut. Lumos. Hey, wo ist hin? Auch der Toten, okay, cool. Junge. Harter Fight. Hier gibt es bestimmt einiges, was hier noch rumliegt. Und ein paar Kisten. Was? Oh, kann ich an diese Kiste irgendwie... Ach, das... Ah, da ist gar keine zum Öffnen. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Hier sollte ich mich nicht erwischen lassen. Alter, wir hatten gerade den Kampf des Jahrtausends. Wir sollten uns nicht erwischen lassen. Wo lebt denn der? Gegenstand für den Kopf, nice. Also wir müssen unbedingt nach der Quest identifizieren gehen. Binden 3. Das ist eine Eigenschaft wahrscheinlich, die wir in unsere Kleidung nähen können. Wenn ich mich recht erinnere beim letzten Mal. Das haben wir auch noch nicht wirklich gemacht. Sammeln, ja. Was ist denn... Wer bist du denn? Was magst du denn? Dein Ernst? Der steht da einfach in der Ecke rum. Der steht in der Ecke rum und guckt uns nicht an. Nur deswegen sieht er uns nicht. Klasse. Klasse. Bitte. Renrock, Rockwood, ihr habt echt sehr krasse Leute eingestellt, die uns aufhalten sollen. So, ist hier oben irgendwas? Nö. So, was noch? Hier war nicht noch irgendwo eine Kiste, oder? Wir machen uns mal weiter auf den Weg. Wir gucken uns mal an, was es hier noch so gibt. Hier ist doch bestimmt was drin. Ah. Kontrolle 2 für unsere Sammlung. Jetzt musste ich mich gerade kratzen. Da hinten ist noch was. Thank you. Ein Goldstück. 51. Also da waren 50 drin wahrscheinlich. Das zählt ja immer die Goldstücke zusammen, die man sammelt. Nacheinander. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich schlender mal ein bisschen und bekomme hier ein Power-Megatränke. Nein, Entschuldigung. Mega-Power-Tränke. Hier spielt jemand Schach. Das stabilste Schachbrett aller Zeiten. Lässt sich einfach nicht zerstören. So, was haben wir denn da hinten? Nix. Absolut nix, nein. Auch hier dachte ich gerade wieder an Star Wars, an die Steuerung. Und wollte einen Doppelsprung machen. Das kann unser guter Voldemort nicht. Noch nicht. Vielleicht kann er das irgendwann.
Fände ich ganz nett. Ah, das sieht richtig aus hier. Okay. Hm. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Nicht alleine? Alter, wir haben Professor Fick? Okay, Professor Fick ist nicht da. Oh mein Gott! Oh. Ich dachte schon, das war's. Wir fallen jetzt hier runter und da gibt's einen dicken, fetten Bossfight. Zum Glück nicht. Noch nicht. Wo kommt der denn jetzt her? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Okay. Schön, gut zu wissen. Was ist denn... Rebellion. Was ist das denn da nochmal? Konflinko! Okay. Vorsicht bitte. Mhm. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Ja. Ist hier noch einer? Rebellion. Ist hier noch einer? Also eins, zwei. Oh. Konflikt. Dahinter ist noch einer versteckt. Nice. Hat das gereicht? Hat auf jeden Fall die Tore hier geöffnet. Schön. Oder das Tor. Lumos. Ja. Lumos. Danke, Professor. Der Rookwood Keller. Rookwood. Wir gehen hinein. Finde Charles Rookwoods Porträt. Nein. Oh, verdammt. Ich hatte doch gerade noch Lumos, Mann. Lumos. Wir müssen also das Porträt finden. Dann wollen wir doch mal. Spuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Okay. Ja gut, die Kobolde hier, die sind harte Gegner teilweise, aber ich mache mir da keine Sorgen. Wir haben Professor Fick dabei. Der rettet uns. Das sieht sehr bedrohlich aus da hinten. Sehr bedrohlich sogar. Was ist das hier? Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Mhm. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Wo ist das Porträt? Das ist die Question. Aber was passiert, wenn ich jetzt hier in die Nähe gehe? Nichts. Rebellion. Gar nichts passiert. Lumos. 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 Okay, der einzige Weg führt uns hier in diese Direction. Dann wird das Porträt wahrscheinlich hier irgendwo sein. Oder? Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Gold. Das schnapp ich mir. Vier Stück waren es. Ihr könnt das nie sehen. Ich denke da nicht immer dran. Ihr könnt das gar nicht sehen, weil mein Gesicht davor ist. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Was? Wo ist das Porträt? Ach, da ist das Porträt. Okay, cool. Moment. Erstmal will ich dich ausräubern. Robuste Duellierhandschuhe. Kein Interesse. Ein Besen, der hier seit Jahrtausenden fegt. Ich glaube, sauberer wird's nicht. So, erzähl mal, Charles. Professor Rookwood. Die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und naja, die wissen, dass sie so ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Okay. Ich verdiene mehr Informationen. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen.
Dafür sorgen diese Prüfungen. Mhm. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Geil. Der arme Fick, weißt du? Das tut mir schon ein bisschen leid. Ja, Fick, dann, dann mach ich mal aus dem Stau. Tja, da ist die nächste Prüfung. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. So machen wir das. Au revoir, my friend. Au revoir. Beginne die Prüfung von Charles Rockwood. Kann ich denen vertrauen? Diesen Hütern? Lumos. Weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich denen trauen kann. Noch traue ich hier niemandem. Außer mir selbst. Die zweite Prüfung betreten. Das wird ein Spaß, Freunde. Die erste Prüfung war schon happig. Vor allem der Endboss. Ja, hier wird es wahrscheinlich auch wieder einen Endboss geben. Es sieht prächtig aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen genau von hier weiter in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt, wer mich hier verraten wird. Irgendjemand verrät mich. So ist es doch meistens, oder? Irgendjemand ist immer der Gute und am Ende der größte Bösewicht aller Zeiten. Wir werden alles erfahren. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.